Lol, haben wir jetzt eine. Ey, das bin ich jetzt gespannt. Was ist das? Das ist ein neues Skin, oder? Für eine Fackel. Alles klar, Leute, guckt euch das an. Geil. Das ist sowas wie ein Knochen, oder? Ja, also es sieht aber echt stark aus, jetzt mal ohne Witz. Ja? Ey, der sieht wie Mutter aus. Richtig stark. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Let's Play-Folge in Ark auf Valgo-Erde sind wir wieder zurück. Letztens haben wir den Fight mit der Brutmutter gemacht und zwar, also inzwischen, wo ich ja natürlich wieder sage, was wir heute machen werden, werde ich den Enki hier rausladen. Ihr seht selber, es hat sich ein bisschen was getan und zwar habe ich so ein kleines Gebäude gebaut, wo wir unsere kleine Schmelze hereinkommen. Hier ist etwas Platz frei, hat den folgenden Grund: Hier wird der Tech Replicator seinen Platz finden. Ich denke mal, der eine oder andere wird vielleicht sagen, okay, Hubi, hättest du es halt in die Base gebaut, würde vielleicht etwas schöner aussehen, aber es hat natürlich einen Zweck und einen Hintergedanken, natürlich die Sache. Wenn ich natürlich jetzt alles hier, wie gesagt, so viel Metall schmelze und ich muss das bis irgendwo in die Base reinschleppen, wo es ein Stückchen gehen muss, ja, ist es ein bisschen unpraktisch. Allgemein finde ich die Baumhaus-Base zurzeit jetzt übelst cool. Ich habe auch die Schmelzen oben abgerissen, wie gesagt, ich habe diese Riesenforge gebaut. Und es lohnt sich halt. In 20 Schritten wird es durchgebrannt und ihr seht selber. Also ist wieder, es geht übelst schnell. Ich mache halt immer den Enki hier drüben schön leer. Und dann balle ich wieder das Ding hier voll. Geht halt übelst schnell und sagen wir so, was wir halt natürlich vorhaben noch, wir haben natürlich so viel vor. Erstens mal bessere Sättel auf jeden Fall wären mal interessant. Und wenn wir natürlich mal die Chance haben, bessere Megatherium-Sattel zu haben, dann würde es sich natürlich auf jeden Fall lohnen. Da man so ein bisschen praktisch mehr herstellen kann, schneller herstellen kann. Und mit dem Tech Replicator, also schneller herstellen, wenn ich jetzt da mit dem Tech Replicator mehr herstellen, auf jeden Fall mit der Industrieschmelze, weil wir natürlich übelst viel Metall brauchen. Und zwar habe ich auch geplant, ja, das mal reinzuballern. Ich würde mal sagen, ich packe es mal in hier rein. Einfach aus dem folgenden Grund, ich will jetzt das nicht hochschleppen. Ausgenommen wird es jetzt nicht eine Farmfolge für Metal oder so. Aber ich sag mal so, ist auf jeden Fall interessant. Also, was ich heute natürlich machen würde, ich habe jetzt eine erneute Höhle gefunden, die würde ich sehr, sehr gerne mit euch erkunden. Und was ich euch natürlich noch sehr gerne zeigen würde, wir machen mal den Hut aus, ist es ein bisschen interessanter. Und zwar haben wir eine neue Erkundungstruppe, heißt auch Erkundung. Die haben folgenden Zweck einfach, die haben eigentlich recht gute Stats, also soweit. 100% geprägt, wie gesagt, nochmal 20% Movement Speed obendrauf, ist auf jeden Fall on top. Also, wie gesagt, die, wenn jetzt sterben, ist es nicht so schlimm wie bei den anderen. Und ansonsten habe ich hier oben sehr ein High Level, praktisch richtig ein High Level. Als nächstes müssten wir natürlich mal wieder UTs bauen, viele T-Rexes, aber okay. Ich habe mir natürlich auch inzwischen noch ein Bronto zugelegt. Ich sag mal, so ein Bronto ist jetzt nicht spektakulär, aber ich will mein Kind haben. Es hat folgenden Hintergedanken, diese ganze Geschichte. Der Bronto hatte nur 100 Movement Speed, der wurde natürlich inzwischen schon gelevelt. Der hatte 200. Was natürlich ich jetzt machen würde gerne damit, ist einfach ein Bronto haben, wenn der übelst schnell ist und übelst viel Bären fahren. Weil ich sag mal so, man muss natürlich auch schon zwingendermaßen, oder ist es besser, wenn wir Kimble ziehen? Es ist leichter, einfacher. Und natürlich hier unser neues Mädchen, der Alu. Er hat jetzt zwar nicht die besten Werte, gebe ich zu, er hat sehr, sehr viel Nahrung. Er könnte auf jeden Fall mindestens um die 4000 Leben haben, 1000. 400 Ausdauer wären wirklich noch interessant. Ansonsten Nahkampfschaden 400, das ist übelst top. Also der hatte 190 oder glaube ich 200 sogar standardmäßig und also gezähmterweise richtig OP. Ich würde natürlich auch sehr, sehr gerne mal so was fern einfach mal mit der, ich weiß nicht, einen Affen mit nur Alus machen wäre auch cool. Wäre mal vielleicht ein Fun-Mod, beziehungsweise eine Fun-Episode. Und natürlich hier schon unsere Könige stehen schon mal bereit. Wie gesagt, die mit 280 plus sind soweit gelevelt. Ich denke mal, ja, 80.000 Leben. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen höher gestellt. Okay, ich müsste wieder Essen ranholen. Aber die verhungern ja nicht gleich. 1300 ankommen ist OP. Also die müsste ich noch leveln, die drei. Und dann werde ich wieder neu hochziehen. Wie gesagt, ich mache da wieder gleich einen Schwung einfach. Da geht es einfach richtig ruckzuck. Das sind 5, hier sind 4, sind mal 9 Stück. Ein Juti haben wir bei 10, ein Halsschwein sind wir genau bei 11 und dann macht es noch 9 T-Rex, also nochmal so eine Schippe und wir können den Endboss hier auch schon machen.
So Leute, wir sind endlich angelangt. Wie gesagt, es ist niemals so weit weg. Es ist dieser obere Mittelpunkt. Ich finde eigentlich diese Spot übelst cool. Es ist auch ein Spot, wo eigentlich der Giga, ey, das ist ein Alpha-Raptor, wo eigentlich auch der Giga spawnen sollte. Wie gesagt, ich finde, ich glaube, ich habe einen einzigen Giga entdeckt und ja, das war's dann eigentlich auch schon. So, komm her. Wie gesagt, einen Alpha-Raptor nehmen wir dann mit. Der kann auf jeden Fall uns ein paar Levelchen geben. War nur ein Level 50er. Aber was natürlich einfach diese Raptoren übelst geil macht, sind, ihr seht selber, ich habe jetzt zwei Äxte bekommen, das ist natürlich cool. Also, das finde ich schon geil. Mit den Statuen, okay, da kann man natürlich was machen. Mit den Skins kann man zwar nichts machen. Warte, ich schmeiße mal die Filet weg, die sind übelst nervig. Wie gesagt, man bekommt bei den Alpha, ihr seht selber, übelst viel. Also fast 300. Aber wieder zwei Äxte bekommen, einmal zwei, die sind fast gleich gut einfach. Ach, das ist eine Kür der mir, lol. Zum einen wäre das 33,8 und 51,5. Das wären jetzt die Koordinaten, wenn wir hier sind. Hier sind halt übelst viele Argentavis. Das könnte wohl oder übel ein Problem sein. Ja, könnte es irgendwie schon. Also, ich hoffe, hier ist kein Giga hier oben. Ich lasse mich mal ganz kurz gucken. Lol, hier ist ein bisschen Poly. No way. Gibt es hier mehr Poly mehr? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Alles klar. Hier ist Metal. Metall. Hier ist noch ein bisschen Polymer. Polymer ist ja so gehypt, beziehungsweise es ist so selten auf der Map, finde ich das irgendwie. Okay, sagen wir mal so, ich, wenn jetzt das Polymer finde, ich brauche es halt auch gleich wieder. Der folgende Grund, warum ich Polymer in die zur Zeit brauche, ist einfach. Warte, ich gucke hier. Ist nichts, okay. Ich will ja die Kanonenkugel herrschen. Ich will bald einen Stein Elemental ziehen. Ich habe ein paar schicke Level gefunden. Einmal ein Level 130er. Klar, der könnte jetzt, glaube ich, wieder wechseln, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich schon mal in der Zwischenzeit die Strawberry Diamonds gemacht habe. Dann würde ich sagen, ein bisschen leben, das wieder rüber, das rüber. Und ja, Leute, wir machen auf jeden Fall die gute alte Taktik. Wir brauchen Licht und wir haben unseren Bulldog. Ich bin ja auch gespannt. Nee, oder? Ist das ein zweiter Eingang von Aberration? Hey, cool. Hey, das sieht stark aus, Leute. Sieht übelst geil aus hier. Metall ist hier. Warte mal, lass mich mal kurzes kloppen. Wenn das jetzt auch rote Gems sind. Okay, das ist nur Deko. Das ist anscheinend nur Deko. Okay, hier ist Lava schon wieder. Lava bin ich ja übelst gehypt immer, weil ich immer. Bei mir klappt es halt immer, dass ich immer rein. Aber was jetzt der Hauptgrund ist, ihr seht es da üben rechts. Drüben, genau, warte, ich kann nur kurz an. So, genau das hier. Und auf die bin ich übelst gehypt. Diese Loot Drops, erstens mal sind die übelst cool, wenn man. Warte, zack, 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 zack. Ich nehme die schlechte Rüstung, ich glaube, die, da müssten uns. Ja, der dürfte uns nicht so heißen, genau. Wie gesagt, die andere ist übelst OP, aber in Sachen Kälte und alles ist sie jetzt nicht so berauschend. Warte, ich versuche ein bisschen langsamer zu gehen. Hier. Kommen wir hier durch? Nein. Warte mal, du darfst auf neutral. Lass mal kurz durchgucken. Hier ist nichts, oder? Okay. Alles klar. Dieses Höhlensystem erstreckt sich ja wieder übelst weit. Ich gehe jetzt mal ganz kurz ein Stückchen rechts rum hier. Ich will gucken, was hier ist. Wenn hier nichts ist, dann müssen wir eh rum. Also. Naja, wie ich es mir fast gedacht habe. Ah, okay. Lol. Ah, man kann hier weitergehen. Also rechts ist nur eine Sackgasse. Alles klar. Alles klar. Ich hoffe jetzt wirklich, hier ist es nicht irgendwie wie drauf. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, wenn wir jetzt reinfallen wieder. Normalerweise sollte man echt die schlechteste Rüstung ever tragen. So, wir nehmen auf jeden Fall Grappling Hooks. Wie gesagt, ich will nicht sterben. Aber ja, mit Grappling Hooks geht es sehr easy. So, was haben wir drin? Wir haben halt auf jeden Fall ein Mammutsattel. Okay, Rüstung, wie gesagt, es ist halt alles überladen. Die Qualität ist halt übelst schlecht. Okay, der Skorpionsattel 18.000 Leder.
Rüstung ist übelst OP, aber ja, sagen wir so, also übelst teuer. Also hier ist ein Artefakt auf jeden Fall. Ja, also wir sollten natürlich, wenn es geht, nicht sterben. So, schön rüber hier. So, was ist das für Artefakt auf jeden Fall hier? Artefakt des Felsens. Und lol, haben wir jetzt eine. Das bin ich jetzt gespannt. Was ist das? Das ist ein neues Skin, oder? Für eine Fackel. Alles klar, Leute, guckt euch das an. Geil. Das ist sowas wie ein Knochen, oder? Ja, also es sieht aber echt stark aus, jetzt mal ohne Witz. Hängt natürlich noch an der Armbrust. Kann man theoretisch. Ja, könnte man. Nee, nee. Ich habe extra mehr Grappling Hooks dabei und ich werde ja auch hier unseren Raptor nicht nehmen. Okay, also hier ist ein Artefakt. Hier ist Lava. Hier kann man schön drüber hopsen. Ich glaube auch nicht mal, dass hier großartig Tiere sind. Aber hier oben ist ein gelber Supply Drop, also ist ein gelber Beacon. Ich soll bleiben, dort hier kann einer spawnen. Ist auf jeden Fall schon interessant. Hier drüben, was ist das? Das ist eine Meganeura. Ne, ist nix, okay. Ja, Leute, sorry, dass ich Leute ein bisschen so zimperlich bin. Ich will halt jetzt nicht wieder übelst sterben. So. Wir gehen hier rüber. Au, das war natürlich jetzt nicht so OP. Der gelbe Beacon würde mich interessieren. Wie gesagt, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Ich weiß nicht, ist das jetzt Metall oder ist das Schaden? Okay, das ist nur sowas wie Metall. Was ist hier unten noch? Wie gesagt, die gelben Beacons sind halt, die sind schon OP. Also die gelben und die roten, die kannst du natürlich schon gut nehmen. Also wie gesagt, ein Enki-Sattel, guck dich mal an, 350 Rüstung. Fasern ist okay. Leder, ja, ich sag mal so, Leder funktioniert mit der Kettensäge, bekommst du übelst viel raus. Und die Axt, ich sag mal so, ich nehme es mit. Wenn es geschenkt ist, nimmt man es mit, ansonsten ja. Ja, komm mal. Sogar ein roter Drop hier unten geht es weiter. Also ich denke mal, Leute, wir haben eine Höhle gefunden, wo wir günstige Supply Drops. Alles klar. Guckt euch die Haltbarkeit an. 1342, 260 Waffenschaden ist nicht so, aber die Haltbarkeit überragend. Ja, ist hier überhaupt was? Nee, oder? Das ist wie so, Leute, das ist so eine Art Verarsche. Alles klar. Also das einzige Problem, was wir jetzt hätten, wäre, wenn wir jetzt sozusagen nicht mehr rauskommen würden. Also, ja. Ich sag's mal so, der Grappling Hook muss sitzen. So. Wir nehmen auf jeden Fall Fallschirm. Das ist auf jeden Fall auch ein übelst cooler Trick. Weil damit ist halt wirklich gewährleistet. Dass praktisch du übelst langsam fällst und dir nichts natürlich passiert. Also es ist wirklich nur diese eine Hülle, wo wir diese Airdrops hier haben. Das ist jetzt alles, okay. Ja, für euch werde ich diese wahrscheinlich ein bisschen kürzer halten. Aber okay, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall interessant, Leute. Diese Hülle könnt ihr euch auf jeden Fall zugute halten. Okay, es ist nur in Anführungszeichen nur eine Hülle. Aber lasst uns auf jeden Fall jetzt nicht vergessen, wir haben also günstige Airdrops gesammelt. So Leute, also erstmal brauchen wir ein bisschen Kribbel. Und zwar, ja, ich habe was gefunden. Bin mal gespannt, beziehungsweise ob es sich überhaupt ziehen lässt. Das ist auf jeden Fall interessant. Die andere interessante Frage, ich würde sagen, habe ich eigentlich, ich habe so kein Kleid da an, oder? Nee, ich habe kein Kleid da an. Ich weiß zwar nicht, wieso hier kein Kleid ist. Okay, ich weiß, wieso hier kein Kleid ist. Wir sind immer was blöd gestorben. So, den braucht man hier. Den packt man hier rein. Passt. Und wir können natürlich jetzt runterdüsen und runterfliegen. Ich will zu unserem Archie hier. Ja. Und zwar wird euch was angezeigt. Okay, wenn man natürlich Textstiefel hätte, würde das nicht passieren. Aber ich sage mal so, das ist noch alles in weiter Ferne. Also, wir brauchen auf jeden Fall erstmal, müssen wir den down schießen. Wie gesagt, können wir ganz kurz da mal reinschauen. Unsere Forge. Also, die Baupläne
übelst cool. Ich habe noch ein bisschen was gefunden. Und zwar ein Archie-Sattel habe ich gefunden. 171,8 Rüstung. Was hat eigentlich unser Archie? Ja, nicht ganz, aber der hat fast den gleichen Wert. Aber wir haben einen soliden Sattel. Der Paracer-Sattel ist natürlich göttlich geil. 190 Rüstung für 500 Metall, das ist geschenkt. Also Leder, okay, das ist zwar viel. Baryonyx-Sattel haben wir einen fertigen überladenen gefunden. Übelst nice. So, und zwar. Ja, den da hier unten. Den da, also. Ich sag mal so, es ist eine hübsche. 1600 Leben ist okay. Ausdauer ist übelst stark. Gewicht 1100% Nahkampfschaden ist gut. Er hat zwar ein bisschen viel Leben, aber ich sag mal so, ich bin gespannt, ob wir ihn ziehen können. Wird es funktionieren? Also, er wird natürlich jetzt mal gucken, muss man ja aufs Turbo bekommen. Also, bekommt Turbo, ihr seht selber, was einfach eine richtig high-levelige Armbrust an Turbo bringt. Ich hoffe, der stirbt uns dann nicht. Ja, ich warte mal ein paar Sekunden. Ich weiß, du willst mich gern zerfleischen. Ein B, glaube ich, war immer ein Problem, dass man den Daumen schießen konnte. Also, wir müssen mal gucken, ob das Torpor schneller steigt. Ne, ich glaube, der stirbt eher, anstatt dass das Torpor praktisch hochgeht. 9,5. Ja, es reicht nicht ganz noch. Ja, der braucht schon ein bisschen an Darts was. Aber der Vorteil ist natürlich, dass, wenn er natürlich down geht, beziehungsweise wenn man ihn hat und dann paart, wenn wirklich das Nupes ein Kind stirbt, du kannst halt den nachzüchten. Alles klar, guck dich mal an. Ja, klar, der tut natürlich jetzt nichts mehr, weil er jetzt so weit down ist. Legitime Nahrung rein ins Inventar. Hey, es funktioniert. Man kann einen Dire, also Polarbier, ziehen. Es hat ein normaler Dire Bier, nur als Polarbier. Ich schätze auch, dass der nicht mehr wie 4 frisst. Höchstens 5. So, währenddessen, ich wollte bloß einmal abwarten, bis der einmal gefressen hat. Ich schaue in der Zwischenzeit die Forsch rein. Was das so bringt. Das ist natürlich übelst geil, oder? Ich kann natürlich auch unterwegs herstellen Sachen. Also neu Metall, Stroh und Zement ist eigentlich nichts. Faser ist ein bisschen nervig zum Sammeln, aber es geht. Ja, was macht denn unsere Forge? Ihr seht, Metall, was die jetzt auf diese Zeit durchgebrannt hat, wo wir in die Höhle rumgeeiert sind. Okay, darum hier die Forges hier noch hin. Da, also praktisch den Tech Replicator. Das ist natürlich das Coole, wenn ich jetzt wirklich auf mein Inventar klicke, hier auf die Items runter switche. Im dem, dass wir diesen Account bzw. Charakter hier rüber switchen, haben wir jetzt nämlich hier diese Tech-Sache damit freigeschalten. Tech Replicator und. Dann frisst er bei 90. 1600 Leben ist okay, 200 Nahkampfschaden ist auch soweit okay. Aber ist auch, ich denke mal, der hat eigentlich einen recht guten, soliden Wert. 44%. Wie gesagt, ich habe 5-fache 10 Geschwindigkeit, deswegen der frisst bloß dreimal. So, passt. Also einmal gefressen, zwei Kippel hat er noch, er braucht nie Narkose. Passt. Also, wir machen natürlich jetzt auf uns natürlich auf die Drachen bzw. Bronto-Eier rauszuballern und ein Alu, wie wir noch gerne ausbilden. Ein Alu und ein Bronto, hey Leute, das wird ein super Tag-Team. Schauen wir mal unseren Bären dann an. Ich sag mal so, der müsste sich eh ziehen selber, weil das ist das Vorteil. Du brauchst kein Fleisch und es verfault nichts. Bin auf unserem Hobblick, bekomme keine Feeling oder so. Okay. Ein Bronto. Ich habe alles klar. Ich finde natürlich ein Bronto schon übelst geil, geil. Es ist ein Junge Level 207. Ja? Ey, der sieht wie Mutter aus. Richtig stark. Also, ja, Hut ab. Dann verhalten, wandern, deaktivieren, Gefäßkunden, nein, warte mal, Option, verhalten, jetzt Erfolgebestand, niedrigste, auf geht's. Wie das ausschaut, der kleine Frazi. Jetzt kurz zu unserem Birdilein. Der müsste, okay, der ist fertig, es hat geklappt, finde ich übelst cool, dass es halt doch funktioniert hat mit den Bären. Geil. Unser weißer Buschi. 2500 Leben hat er jetzt, 350, Alter, hat er viel Bewegungsgeschwindigkeit, 345 PS hat er richtig OP. Also eigentlich würde er schon das Stichwort nennen, damit die Folge heute vorbei ist. Wie gesagt, war es heute eine etwas interessante Folge in dieser Hinsicht, weil wir halt Lootjobs gefunden haben. Weil endlich konnte ich mal wieder bessere Items finden. Wie gesagt, da bin ich halt übelst drauf gehypt, wenn wir da wirklich was Gutes finden. Das ist der Jute, jetzt hätte ich schon gedacht, das ist irgendwie ein Fuß, also ein Ei oder so. Alles klar, sieht aber echt, ansonsten sind sie ja echt identisch aus, die Bären. Ich sag mal so, der hat jetzt zwar 225, der hat jetzt 207. Von dem Wert her, glaube ich, der
sind sie fast gleich. Der wurde schon zweimal gelevelt oder so. Ja, öfters gelevelt. Er sitzt selber. Das ist der 150er Diobeer-Sattler, wo ich gefunden habe mal. Der ist natürlich OP, wenn du natürlich den hier rauf tun kannst. 2000 Leben, 1000 Gewicht, der hat ein bisschen mehr Nahkampf statt. Ansonsten, ja. Das Einzige, was ich übelst cool finde, ist jetzt selber, wenn die Bären jetzt keinen Schaden kassieren, in dieser Hinsicht, dass sie wo Gegner rennen, dann werden die mit der Zeit immer ein bisschen schneller. Ihr seht selber, der wird irgendwann so OP, der Bär, und er braucht so gut wie keine Ausdauer. Also es ist die, eigentlich die absolute Allzweckwaffe, die es einfach nur geben kann. So, wir schauen kurz unseren Bronto noch rein. Und zwar würde ich gerne die Stats checken. Okay, er braucht auf jeden Fall Bären, aber ich will jetzt nicht der verhungern, oder? Er hat 5600. Ja, ich hole lieber doch was. Ich hole lieber was, ich will nicht, dass er ihn abnimmt. Wäre auf jeden Fall nicht vom Vorteil. So. Wie gesagt, Bären haben wir ja eh genügend. Der kriegt sogar die High-Level-Bären. Wir haben gar kein Fleisch mehr. Es ist alles leer schon wieder. So, naja, hilft ja nichts. Kinder müssen natürlich versorgt werden. Und rein wir hier düsen. So. Also er hat 12.000 Leben, 1.000 Ausdauer, 41.000 Nahrung, alles klar. Gewicht 2,5, das ist schon mal okay. Wenn wir natürlich den jetzt auf 100% Prägung umbringen, das werden wir natürlich auch schaffen. Der hat 1,13 und der hat 1,15, wie gesagt, der Aulus ist ein bisschen später auf die Welt gekommen. Aber wenn das jetzt natürlich klappt, wie gesagt, 10% fressen die selber, dann muss ich jetzt ein bisschen warten, dass der Bronto auch 10% hat, obwohl natürlich Bären sehr, sehr lange halten. Aber wie gesagt, Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einfach mal sehr gerne einen Kommentar oder ein Like da. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ich würde sagen, heute war es eine coole Folge, da habe ich endlich einen Eisbär gefunden. Ich würde sagen, Flocky oder so, das wäre doch echt, das wäre doch ein cooler Name. Also, das könnte man auf jeden Fall noch machen. Flocke, das passt ja nicht für ihn wie so Schneeflocke. Wie gesagt, ich weiß nicht, was man noch, beziehungsweise nächstes Mal hätte ich mal Interesse, wieder Eier auszubrüten. Weil von Eier wäre interessant. Oder was wir natürlich anstreben werden, da wir natürlich jetzt das Metall haben und das Obsidian für die benötigten Kugeln, wir werden einen Paracer umsatteln. Wie gesagt, einer hat eine Plattform bei Asian Drogen und das wird unser Golem-Thema. Und dann werden wir einen Golem unseren Angriff nehmen. Wie gesagt, wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin. Peace out. Euer Master Peace. Ciao, ciao, Leute.